Stefanie Kunze ist heute hier. Stefanie und ich haben uns kennengelernt beim Dreh von Christine Kuhner. Dafür bin ich ja Christine sehr dankbar. Und wir kannten uns schon vorher, aber da haben wir uns wiedererkannt sozusagen. Ja. Und ganz schön, dass sie, Stefanie, heute hier ist. Und wir haben zwei Sequenzen, eine weniger intensive und eine ganz intensive Sache gedreht mit dem Balance Ball. Und Stefanie, was machst du? Also du unterrichtest Pilates, du bist Pilateslehrerin, aber ja, du machst auch noch ganz viel anderes. Erzähl uns doch was über dich. Ja, also ich bin natürlich Pilateslehrerin, Trainerin und habe zu Hause auch ein kleines Studio, was mittlerweile aber eine Praxis ist, weil ich vor 2 Jahren noch die Heilpraktiker-Ausbildung gemacht habe. Und trotzdem, mein Thema ist Bewegung. Mhm. Also Bewegen ist für mich auch, bedeutet Gesundheit und ist eine Nebenernährung, die Säule einer gesunden Lebenshaltung. Das klingt jetzt so ein bisschen streng, aber es ist so. Also wer sich nicht bewegt und wer sich schlecht ernährt, der hat schlechte Karten, denke ich. Das stimmt. Ist, ja. Ja. Deine Methode, die du unterrichtest, oder die Methode, die du unterrichtest, ist die Center Circle Methode, ja, von Christine Kuhnert. Ja. Wann hast du deine Ausbildung gemacht? Also ich habe bei der Christine ab 2008 immer Stunden genommen und dann ab 2009 die Mathe-Ausbildung gemacht mit Kleingeräten und dann noch die Studiogeräte angehängt. Ja, okay, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile. Und habe immer Workshops mitgemacht, war auch schon in Korfu, die macht ja auch tolle Resorts-Urlaube. Ja. Und mit einer ganzen Woche Kurs habe da assistiert. Und ja, das war jetzt auch schon das dritte Mal, dass ich dabei war. Und ja, das ist mir einfach in Fleisch und Blut übergegangen auch. Ja, diese Methode ist ja eine sehr sanft, obwohl diese zweite Stunde jetzt nicht sanft, also es war schon sanft, aber sie war jetzt trotzdem intensiv. Ja. Ja. Sehr sanfte Methode. Und du hast das gestern mal so beschrieben als, ich bin nicht die Fitnessorientierte. Ja, ja, das stimmt. Also ich will jetzt nichts Falsches sagen hier, aber ich bin kein Fitnessmensch. Also ich jogge nicht gerne, ganz ehrlich. Das ist nicht so meins. Und das pur Sportliche hat bei mir schon in der Schule angefangen, ehrlich gesagt. Da würde ich auch im Sportunterricht vielleicht auch mal einiges ändern. Und ich war mal im Ballett als Kind und Jugendliche. Ja. Ich glaube, dass das sehr gut für mich war, weil ich auch ziemlich groß bin. Das hat meine Haltung gut getan. Ja. Aber diese Methode, die Christin eben verkörpert, die sehr in die Tiefe geht, sehr auf anatomisches Wissen auch basiert, auf medizinisches Wissen. Das macht man bei der Christin in der Ausbildung schon ganz schön intensiv. Da muss man schon ganz schön lernen. Das hat mir einfach gelegen. Und ich habe mich da zu Hause gefühlt, dass ich da gut hingehöre, reinpasse. Ja. Man merkt in deinen Ansagen eben sehr schön dieses, was sagtest du kümmert sich sehr auch um Darmgesundheit. Also ja, das ist was. Da waren ein paar ganz tolle Ansagen dabei. Wir machen das erst so, weil es die Verdauung, keine Ahnung, ich kenne mich damit nicht aus. Aber das fand ich sehr, sehr spannend. Jetzt werde ich mal einen tollen Workshop, den du mal machen kannst. Darmgesundheit und Bewegung. Gerne, das ist mein zweites Standbein, also neben Bewegungsstunden habe ich mich auch auf so ein bisschen auf Darmgesundheit und Ernährung spezialisiert. Ja, weil ich finde, das passt gut zusammen. Bewegen, ernähren, Verdauung. Das ist so ein Ding. Beckenboden gehört noch dazu. Ich mache auch Fußworkshops, Fußstunden in spiraldynamischer Manier eigentlich. Ja. Und das sind für mich ganz wichtige Themen. Ja. Auch dann freue ich mich darauf, dass du ganz bald wiederkommst. Also Fuß, Beckenboden, Verdauung. Also da haben wir noch was zu tun. Sind gesichert, die nächsten Drehs. Ich freue mich ganz toll, dass du da bist und finde es schade, dass du jetzt gleich schon fahren musst. Ja, ich wohne ja 3 Stunden entfernt, das geht ja, aber ich gehe jetzt auf die Autobahn. Aber vielen Dank, dass ich hier sein konnte. Ja. Das hat mir einen riesen Spaß gemacht. Vielen Dank an dich und dein tolles Team. Hello.